Also aus eigener Erfahrung kann ich erstmal sagen, ein Mentor ist echt Gold wert. Auch einfach verschiedene Mentoren gehen ja auch parallel, da kommen wir später nochmal drauf, dass man dem Ganzen vielleicht nicht direkt ein Label gibt, aber einfach der Austausch mit Menschen, die einfach so viel weiter sind in einem bestimmten Gebiet, wo man auch gerne hin möchte. Hey zusammen, ich bin Sören Alzer. Und ich bin Ralf Gehrer. Und das hier ist Digitalisierung Pro Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Erfolg, Zielstrebigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Expertenwissen. Das sind nur einige der Schlagworte, die mit dem Thema Mentoren in Verbindung gebracht werden. Es ist so, dass ungefähr 76%, 3/4 der Menschen sagen, dass Mentoren wichtig und sinnvoll sind. Es haben aber nur ungefähr 37% der Leute eigene Mentoren. Woran liegt das? Was ist der Hintergrund? Genau mit dem Thema Mentoring befassen wir uns heute. Daher moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitalisierung braucht Freelancer. Auch heute habe ich wieder Ralf, mein Mitgründer bei ElevateX, am Start und wir wollen das Thema mal durchsprechen. Moin Ralf. Hi Sören. Ich leg mal so los und starte mal so rein, dass wir mal ganz kurz anschauen, was ist denn ein Mentor überhaupt? Ich glaube, die allermeisten Leute haben dieses Wort schon mal gehört und verbinden auch irgendwo was damit. Wie kann man denn einen Mentor beschreiben? Was steckt dahinter? Ich finde, Wegweiser ist da ein ganz guter Begriff, der es ziemlich gut trifft. Das sind normalerweise Personen, die dich mit Ratschlägen, Unterstützung, aber auch sehr offenem und ehrlichem Feedback versorgen. Und die auch gerne mal in Frage stellen, was du so machst und tust und was du für Entscheidungen triffst. Mentoren können aus der gleichen Branche wie du kommen, muss aber nicht unbedingt sein, können zum Beispiel auch aus einer anderen Branche kommen und in ähnlichen Rollen tätig sein. Wichtig ist jedoch, dass die Leute im Normalfall so 5 bis 10 Jahre mehr Erfahrung als du haben sollten in dem Bereich, in der Fachlichkeit, um die es geht. Auch wichtig ist, ein Mentor übernimmt keine fachlichen oder operativen Aufgaben für dich. Es sollte auch nicht die Erwartungshaltung sein, dass ein Mentor jemand ist, der Netzwerk für dich herstellt, der Türen öffnet, sondern es geht wirklich darum, Leute zu haben, die einen beraten, die einen Weg zeigen, die Feedback geben und die wirklich auf dem eigenen Weg unterstützen und dort für Weiterentwicklung sorgen. So würde ich es mal beschreiben. Habe ich aus deiner Sicht was vergessen, Ralf? Nö, finde ich sehr gut getroffen. Genau, Wegweiser ist, glaube ich, das perfekte Wort für einen Mentor. Das freut mich. dann erzähl du doch vielleicht auch mal ein bisschen, was ist denn für dich, wenn es um das Thema Mentoring oder Mentoren geht, was ist für dich da wichtig und was ist vor allem zum Start für dich auch wichtig, wenn man sich vielleicht auf die Suche, sag ich mal, nach Mentoren macht? Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich erstmal sagen, ein Mentor ist echt Gold wert. Auch einfach verschiedene Mentoren gehen ja auch parallel, da kommen wir später nochmal drauf, dass man dem Ganzen vielleicht nicht direkt ein Label gibt, aber einfach der Austausch mit Menschen, die einfach so viel weiter sind in einem bestimmten Gebiet, wo man auch gerne hin möchte. Und das führt mich zu dem nächsten Schritt. So, was ist eigentlich das erste Ziel? Worüber sollte man sich initial Gedanken machen? Ist einfach die Klarheit darüber, was ist eigentlich mein Ziel? Was möchte ich mit einem Mentor erreichen? Also, mit welchem Ziel suche ich denn einen Mentor? Möchte ich im Unternehmen aufsteigen? Möchte ich eine Balance zwischen Beruf und Privatleben haben? Möchte ich Tipps haben für eine Unternehmensgründung? Kann super vielseitig sein, aber wobei soll mich der Mentor quasi unterstützen? Wo habe ich aktuell einen Engpass oder einen Bottleneck, das ich auflösen möchte? Wo bin ich dankbar, wenn ich da Input von außen bekomme, Expertise, die mich einfach weiterbringt und jemand, der seine Erfahrungsschatz da mit mir teilt? Genau, das wäre dann auch das Nächste. Vielleicht gibt es auch nochmal Fähigkeiten, die ich verbessern möchte, also Programmierung, Führungsqualitäten, Sprache, möchte eine neue Sprache lernen vielleicht, welche Hürden muss ich überwinden? Genau, und wie soll eigentlich die Beziehung zu dem Mentor dann am Ende des Tages auch aussehen, also wie regelmäßig, was ist das Ziel hinter der Beziehung und auch welche konkreten Fragen brauche ich dann am Ende des Tages eigentlich antworten, also habe ich schon irgendwie so 4, 5 Fragen im Kopf, wenn ich die beantwortet bekommen würde, dann würde ich deutlich näher an meine Zielerreichung rankommen. Und da auch ein ganz klarer Tipp an der Stelle, einfach die Ziele nochmal aufschreiben, das schon mal runterformulieren, einfach einen A4-Zettel nehmen, dort notieren,
Vor allem für die Suche des richtigen Mentors sind ja diese Fragestellungen auch nochmal genau wichtiger. Kann diese Person diese Sachen überhaupt beantworten? Hat die Erfahrung in diesem Bereich etc.? Also die Ziele für sich nochmal zu notieren, was ich eigentlich aus dem Mentoring als Ergebnis haben möchte oder wo die Reise hingehen soll, finde ich nochmal ganz, ganz spannend. Sören, hast du das mal für dich gemacht oder wie stehst du zu dem Thema? Ich sehe es ähnlich wie du, dass es extrem hilfreich ist, wenn man mit Leuten in den Austausch geht und sich eben auch sehr konkret bespricht, austauscht, sowohl, ich überlege gerade, was ist denn das Verb von Mentor, sich mentieren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sich eben, ich sag mal, beraten lässt zu Themen von Leuten, die einfach viel, viel mehr Erfahrung haben. Auf der anderen Seite kommen wir nachher auch noch dazu, kann aber auch dieses Thema eigenes Wissen weitergeben, glaube ich, sehr, sehr spannend sein und einem wirklich weiterhelfen. Was ich für mich gemerkt habe, es gibt so diese Aussage, dass man seine Mentoren bewundern können sollte. Hört sich, finde ich, so aufs erste Hören irgendwie ein bisschen strange an. Warum sollte ich da jetzt jemandem eine riesen Bewunderung entgegenbringen? Es soll, glaube ich, auch nicht darum gehen, dass man die Leute irgendwo verherrlicht oder sonst irgendwas oder da die großen Role Models hat. Aber das sollten einfach schon Leute sein, meines Erachtens, zu denen ich in einer gewissen, zumindest in der Beziehung, um die es gehen soll, einfach aufschauen kann und eben auch sehr oder mir sehr bewusst bin, dass sie in diesem Bereich wirklich ein paar Schritte weiter sind als ich. Und paar Schritte im Optimalfall sind es wirklich Leute, die eben nicht nur ein, zwei Schritte voraus sind, sondern die wirklich, das 7-, 8-, 9-, 10-fache von dem Erfahrungsschatz und von den Fähigkeiten haben, die ich aktuell erreiche und habe. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Stück weiter sind mit dem, um was es mir geht, damit ich da wirklich gut lernen kann und viel mitnehmen kann von den Leuten. Du hast vorhin schon gesagt, man sollte sich sehr klar machen, von was für Leuten kann ich da eben auch was lernen und was mitnehmen. Und das sind, glaube ich, auch zwei Punkte nochmal sehr, sehr wichtig. Es gibt ganz halt viele Leute, die einem auch vieles sagen und vieles erzählen können, was sie in bestimmten Bereichen, Branchen, Fähigkeiten schon gemacht und erlebt hätten. Da macht es meines Erachtens Sinn, mal zu versuchen, diese Zahlen und Fakten, die irgendwo auf den Tisch gelegt werden, auch mal nachzuchecken und zu schauen, ist denn das tatsächlich so? Weil mir hilft es nachher natürlich auch nicht, wenn ich da irgendjemanden sitzen habe, mit dem ich versuche, in einen sehr, sehr guten Austausch zu kommen. Und da steckt nachher aber eigentlich nichts dahinter. Und das geht in ganz arg vielen anderen Bereichen auch so. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema Bewunderung auch. Was sagt denn dein Bauchgefühl? Wenn es eine Person ist, mit der ich mich wirklich von vorne bis hinten schon mal gar nicht verstehe und überhaupt nicht auf einer Ebene unterwegs bin, dann wird es einfach auch schwierig, dass man von so einer Person was annimmt und was lernt. Daher so diese Mischung aus, auf der einen Seite schauen, was steckt da wirklich im fachlichen Bereich dahinter, Zahlen und Fakten, und auf der anderen Seite, was sagt denn mein Bauchgefühl? Passt es auch zwischenmenschlich? Sind da meines Erachtens sehr wichtige Punkte. Und wenn wir jetzt schon drüber gesprochen haben, was überlege ich mir selbst? B, um was für Leute soll es denn dann gehen? Hast du ein paar konkrete Tipps? Wie finde ich denn oder wo suche ich denn nach Mentoren? Ja, auf jeden Fall. Also denke, das Arbeitsumfeld ist immer so prädestiniert da dafür. Ne? Man hat da wahrscheinlich einen Vorgesetzten, entweder dort oder eben auf dieser Ebene. Manchmal auch einfach abteilungsübergreifend, also vielleicht sind die Abteilungen nach Skills und nach Teams sortiert, die gar nicht so skillbasiert sind, aber vielleicht gibt es in der anderen Abteilung auch nochmal jemand, der vielleicht auch im Marketing arbeitet oder auch Engineering Manager ist, das vielleicht sogar schon deutlich länger als ich im Idealfall, denn wir hatten ja so dieses Thema mit so die 10-fache Erfahrung haben, also da würde ich auf jeden Fall mal umschauen. Ich kenne es auch noch zu Uni-Zeiten, dann hatte man einen Bachelor, immer noch Masterstudenten, sprich dort dann irgendwo einen Mentor zu suchen. Wenn wir schon beim Thema Uni sind, auch einfach das Alumni-Netzwerk nochmal anzugucken und anzusprechen. Ich glaube, da geht's auch immer, ich kenne das noch von meiner Uni, ich war im Hasso-Plattner-Institut, da war immer sehr reger Austausch und gerade auch bei den jährlichen Sommer-Events haben die das dann ganz schön forciert im Positiven, dass man einfach so einen Alumni-Garten hatte, wo man dann einfach nochmal auf ehemalige
Kommilitonen getroffen ist und vielleicht hat sich deren Karriere nochmal ganz anders entwickelt als die eigene, vielleicht auch eine ganz andere Richtung, vielleicht genau in den Bereich, in dem man gerade einen Engpass hat, persönlichen. Also das Alumni-Netzwerke sind da, glaube ich, sehr, sehr cool. Auch nicht zu verschätzen sind, glaube ich, so ehemalige Vorgesetzte, also wenn ich jetzt verschiedene Arbeitgeber hatte in meiner Karriere, einfach auch mit denen nochmal in Kontakt zu bleiben und zu schauen, ah, wo ging da die Reise hin, haben die sich jetzt vielleicht ja, ein Thema entwickelt, das für mich gerade auch interessant ist, da einfach weiter im Austausch zu bleiben. Und dann darf man, glaube ich, aber auch nicht die Scheu haben und einfach mal auf fremde Leute zuzugehen. Da gibt es dann auch noch ein paar Möglichkeiten, das gerade über LinkedIn oder Meetings mit Netzwerkveranstaltungen, spezielle Mentoring-Seiten wie The Mentoring Club zum Beispiel, auch einfach da mal links und rechts über den Tellerrand hinausschauen. Oft sind Mentoren auch ja, viele Menschen geben ihr Wissen einfach sehr gerne weiter. So, und wenn man diesen proaktiv und auf eine freundliche Art und Weise und nicht sofort und anspricht, einfach mal einen lockeren Austausch tritt, sind da sehr, sehr viele Menschen offen. Ich glaube, deshalb ist einfach wichtig, was du vorher gesagt hattest, ne, man so eine Art Idol zu finden. Vielleicht gibt es ja jemanden, vielleicht kann man auch einfach so einen Moonshot machen, okay, mein Idol wäre zum Beispiel Steve Jobs. Ja, okay, es ist ziemlich unerreichbar. Vor allem inzwischen, ja. Genau. Aber was wäre dann die nächste kleinere Version sozusagen? Welche Person kommt quasi da an das Skillset genauso ran, ist aber vielleicht eher an meinem inneren Circle dran, als jetzt in Elon Musk, in Steve Jobs, in Jeff Bezos etc. Genau, also da wäre einfach mein Tipp, eine Liste zu machen von Wunschmentoren, irgendwie die mal zu ranken und dann vielleicht auch mal so einen Moonshot damit draufzunehmen, auf Basis dessen einfach zu schauen, okay, mache ich mal eine Shortlist und schreibe einfach mal die Top 10 an und gucke, wie so sich der Austausch entwickelt, ob das Bauchgefühl stimmt, ne? So, ob die Kennzahlen passen, die du vorher so angesprochen hattest. Ja, und da kommen wir dann ja auch gleich zum nächsten Thema. Tatsächlich, dass einerseits ja ganz arg viele Leute sagen oder sich bewusst sind, dass das Thema Mentoring echt eine sehr, sehr coole Sache ist für oftmals beide Parteien. Dass aber auf der anderen Seite es doch relativ wenige Leute gibt, die ganz konkret mit anderen Menschen in so einer Beziehung stehen. Ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass einerseits es auch immer wieder Leute gibt, die irgendwo so diesen Austausch schon haben mit anderen Leuten, sich aber dessen auch gar nicht wirklich bewusst sind, dass das quasi so eine Art Mentorenbeziehung ist. Und das muss ja auch nicht schlecht sein. Aber wie gesagt, da kann ich mir schon mal vorstellen, dass das einfach bei recht vielen Leuten so der Fall ist, dass die eigentlich erstmal nur Austausch suchen und sich dessen gar nicht so bewusst sind, dass das irgendwo auch einen anderen Namen hat. Aber noch häufiger, glaube ich, der Punkt, das kennen wir aus dem Sales-Bereich natürlich auch ziemlich gut, dass ganz arg viele Leute eben unterwegs sind, die einfach auch Angst vor Ablehnung haben. Und genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich da einmal auf die Leute drauf zu gehen, sich damit echt extrem schwer tun und einfach Angst davor haben, dann auch eine Ablehnung zu bekommen, dass jemand sagt, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht auch aus deiner Erfahrung raus, wie gehst du denn damit um oder wie hast du das bislang erlebt? Wie hat es auch gut funktioniert, auf eine, du hast gerade gesagt, entspannte und nicht zu fordernde Art und Weise auf andere Personen draufzugehen, um in diesen Austausch überhaupt zu kommen? Ja, ich würde noch mal kurz Bezug nehmen auf das, was du gerade gesagt hast. Ne? Manche Menschen haben vielleicht sogar schon einen Mentor. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Laufe der Jahre, durch meine Selbstständigkeit und Unternehmertum, habe ich einfach einen Freundeskreis bekommen, wo extrem viele Unternehmer und Selbstständige sind. So, und dann gehe ich einfach mit denen abends mal Abendessen oder ein Bier trinken oder treffen wir auf einen Kaffee. Und da kommt dann ganz natürlich immer das Thema irgendwann auf, okay, wie entwickelt sich zum Beispiel ElevateX, was sind gerade unsere Themen da? Und dann tausche ich mich einfach ganz natürlich mit diesen Menschen darüber aus und kriege dann eben auch wieder einen Input. Das ist dann einfach, ich würde das jetzt nicht labeln, als es sind meine Mentoren. Das wäre auch so mein Tipp an dieser Stelle, einfach mal Schritt für Schritt auf Menschen zuzugehen, nach einem ersten Meeting zu fragen, ganz ungezwungen, nach einer Kaffeepause, nach einem Mittagessen. Egal, ob ich diese Person kenne oder nicht kenne, das Schlimmste, was passieren kann, ist, sorry, ich habe gerade keine Zeit oder passt gerade nicht. So, okay, passiert. Das ist genauso wie beim Daten. Da gibt es auch die ein oder andere Abfuhr, aber wenn man nicht den Schritt wagt,
ja, da kommt man natürlich auch nicht in eine Beziehung. Genauso ist es beim Mentoring, genauso. Also da einfach ungezwungen bleiben und schauen, ja, wie kann ich irgendwie einen lockeren Austausch schaffen und vor allem auf gar keinen Fall im ersten Schritt irgendwie beim ersten Meeting eine Agenda mitbringen, gleich mal fünf Fragen von vornherein wegballern und dann auch nicht gleich fragen, hey, kannst du mein Mentor sein oder darf ich dein Mentee sein, sondern das vielleicht einfach mal dabei belassen, um so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen und zu schauen, ah, stimmt denn das Bauchgefühl, viben wir, können wir uns offen über Themen austauschen, wie reagiert zum Beispiel das Gegenüber, muss ich da irgendwie immer in der Nase, also bohren danach, dass ich Informationen erhalte oder wird sehr ausführlich erzählt, was ich initial schon mal meinte, denn viele Menschen teilen eigentlich sehr, sehr gerne ihr Wissen, vor allem wenn die irgendwie extrem erfolgreich damit waren. Ja, das wäre so ein bisschen mein Tipp an der Stelle. Weiß nicht, ob du noch was hinzufügen magst oder ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube, diese Angst vor dem ersten Rangehen und Nachfragen bei jemandem ist eigentlich auch sehr unbegründet, vor allem auch vor dem Hintergrund, wie du gesagt hast, es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass ein Nein kommt. Und zweitens finde ich das auch schon wieder einen ganz guten Checkpoint für einen selber, wenn man schon bei einem allerersten Outreach irgendwo ein schlechtes Bauchgefühl hat, weil man zum Beispiel eine einigermaßen blöde Antwort bekommen sollte, dann kann man, finde ich, da für sich auch sehr guten Gewissens direkt in einem ersten Gespräch oder nach ein paar ersten Nachrichten für sich auch schon sagen, alles klar, dann ist es wohl einfach auch nicht die Person, auf die ich Bock habe, mit der ich in einen guten Austausch kommen kann. Ja, also das kann man, finde ich, durchaus auch direkt so als sich irgendwo als Checkpoint haben und einen Haken dahinter setzen. Allein schon wirklich allererste Reaktion darauf, wie passt denn mir das auch auf der anderen Seite? Weil ja, es ist ja doch auch nicht nur eine einseitige Beziehung, die da im Optimalfall nachher draus entstehen soll. Werden wir jetzt davon ausgehen, dass funktioniert, passt und man kommt da eben auch in einen engeren Austausch. Vielleicht auch, wie du gesagt hast, ohne den irgendwo erstmal zu labeln. Was sind deines Erachtens denn, ja, ich sag mal, Eigenschaften von der menschlichen Seite her, die dann einfach jemanden, der gut Wissen weitergeben, vermitteln kann, als Mentor fungieren kann, die so jemanden ausmachen? Ja, das enthusiastische Teilen ist für mich so ein bisschen das A und O, ehrlich gesagt. Wenn ich irgendwie in Konversation bin und dann nur die Frage mit Ja und Nein beantwortet oder so eine Einsatzantwort, das finde ich immer extrem schwierig. Habe ich aber ehrlich gesagt auch so in der Form noch nicht erlebt. Ja. Genau. Also ich glaube, so ein Mentor sollte bereit sein, irgendwie einfach seine Erfahrung zu teilen und auch gewissermaßen dann logischerweise in diese Person, seinen Mentee zu investieren, indem er einfach seine Zeit investiert. Das ist aber nochmal ein ganz klarer Unterschied. Also ein Mentor investiert seine Zeit, aber gibt nicht zwangsweise Zugang zu seinem Netzwerk. Das sind nochmal zwei Paar Schuhe an dieser Stelle. Ja. Es geht wirklich so um dieses One-on-Ones. Ich teile mit dir mein Wissen und es sollte auch vertraulich behandelt werden. Was auch nochmal wichtig ist als Mentor, ich glaube, das ist das Zuhören und Herausfordern. Also ich kann ja niemandem nur gut coachen und gute Tipps geben, wenn ich A, mich in seine Lage reinversetzen kann. Und das funktioniert nur, indem ich quasi einmal aufmerksam zuhöre und dann aber auch Themen sehr stark hinterfrage, also dieses Five Times Why zum Beispiel. Immer warum ist es so, warum ist es so, warum ist es so. Das hilft letztendlich dann nochmal von der Außenperspektive, dann kommt man irgendwann auf so dieses Grundproblem. Und ja, also so das Zuhören und Herausfordern, das sind nochmal zwei Eigenschaften, die ich auch ganz klar von einem sehr guten Mentor erwarten würde. Und eben die respektvolle Einstellung. Das ist schon so eine gewisse Hierarchie, einfach durch die Erfahrung, das ist ja auch gewünscht. Aber wenn das dann so ein bisschen von oben herab kommt, das ist für beide Parteien, glaube ich, einfach nicht eine angenehme Situation. Also da würde ich auch einfach nochmal drauf schauen, wie ist der Austausch, wie sind die Worte, die gewählt werden, ist es respektvoller Umgang miteinander. Genau. Und ja, overall, letztendlich haben wir schon zwei, drei Mal einfach, hat die Person denn überhaupt fachlich Relevantes zu teilen? Ist die in derselben Branche? Ich glaube, da sollte man auch regelmäßig evaluieren. Man kommt dann irgendwann vielleicht auch an so einen Punkt, da hat man dann alles gehört, die ganze Erfahrungen wurden ausgetauscht. Also irgendwann geht so ein Mentoring vielleicht dann auch natürlich zu Ende. Nichtsdestotrotz würde ich
jedem empfehlen, nach jedem Treffen nochmal so ein Follow-up mit seinem Mentor zu machen, indem er einfach nochmal sich herzlich bedankt dafür, für diesen Erfahrungsaustausch, weil es ist einfach nicht selbstverständlich, dass Menschen, die selber ja jahrelang gebraucht haben, um diesen Erfahrungsschatz aufzubauen, diese Erfahrungen dann auch mit einem teilen. Genau, und deshalb so diese Bereitschaft überhaupt aufzubringen, das macht einfach einen guten Mentor am Ende des Tages aus. Und, ja, genau. Ja, und da kann man dann ja auch tatsächlich direkt einen Schritt weitergehen. Wir hatten es jetzt schon, dass es eben nicht nur eine einseitige Sache ist. Daher ist, glaube ich, auf der anderen Seite auch durchaus wichtig, mal zu schauen, was sollte ich denn, wenn ich mir einen Mentor suche, was sollte ich als Mentee denn mit reinbringen, damit es eben auch für die Gegenseite, für die andere Partei ein guter und erfolgreicher Austausch wird, weil genau wie du gesagt hast, ich glaube ganz arg, viele Mentoren teilen Wissen sehr gern. Das macht aber halt auch nur dann Spaß, wenn man sieht, dass das irgendwo auf fruchtbaren Boden trifft. So ein blöder Satz, der aber, glaube ich, ziemlich zutreffend ist tatsächlich. Das heißt, auf der einen Seite, wenn ich wirklich dann irgendwann diese Erwartungshaltung haben kann, ich möchte Input von dir als meinem Mentor bekommen, dann ist es meines Erachtens auch zwingend notwendig, dass ich das Gegenüber irgendwo auf dem Laufenden halte. Und genau wie ich die Erwartungshaltung habe, gib mir Input rein, so sollte ich auf der anderen Seite dann eben auch einen Input zurückgeben, was ich denn jetzt aus den Themen, die ich gelernt habe oder mit reinbekommen habe, mache und was sich da quasi bei mir weiterentwickelt. Ich glaube, ein extrem wichtiger Punkt, das ist eine Kleinigkeit und eigentlich völlige Selbstverständlichkeit, dass man eben halt auch mal Danke sagt, wie du es gerade schon erwähnt hast, dass man aber auch einfach immer wieder regelmäßig um Feedback bittet, dass man da auch nochmal aktiv drauf geht und wirklich auch mal wieder Fragen reinstellt. Ich habe jetzt gerade Situation XY, kannst du mir da konkret helfen? Kannst du mir dazu ein konkretes Feedback geben? Und einfach auch von seiner Seite her versucht, diesen Mentoring-Prozess am Laufen zu halten. Also auch da sollte es eben keine Einbahnstraße von seitens des Mentors sein. Und ich glaube, auch so ein Punkt, der unterschätzt wird, ist, ja, man ist zwar erstmal die Person, die vielleicht mehr bekommt in dieser Beziehung. Trotz allem kann es aber auch da immer wieder Situationen geben, wo man selbst dem Mentor ganz konkret und bewusst seine Hilfe auch anbieten kann. Vielleicht gibt es andere Bereiche, in denen man selber tatsächlich fachlich weiter ist als die Person. Vielleicht gibt es aber auch ganz konkrete Situationen, in denen es einfach darum geht, ich kann da irgendwie was Kleines, Spezielles machen und zurückgeben und dann eben auch Hilfe entsprechend anbieten. Und daher glaube ich, ja, dieses Thema, es ist eben keine Einbahnstraße, sondern muss immer auf Gegenseitigkeit beruhen, meines Erachtens extrem wichtiges Thema. Ja, da würde ich mal noch ergänzen, einfach auch für den Mentor den Prozess extrem schlank und einfach zu gestalten. Wenn ich die Terminvereinbarung sehr einfach mache, wenn ich mich um den Buchen des Meetingraums oder des Cafés oder Restaurants oder whatever kümmere, dann sinkt halt auch die Hürde für diese andere Person, mehr Zeit in das persönliche Treffen zu investieren, als um irgendwelche administrativen Themen drumherum. Genau, und wie du gerade meintest, das ist immer eine Two-Way-Street. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Coaching erhalte, vielleicht gibt es gerade neue Tools, neue Techniken, vielleicht habe ich von anderen Menschen auch nochmal was erfahren, dann auch diese Erfahrung und das Wissen zurückzuspielen, finde ich auch nochmal super relevant. Und ich glaube, was auch einen guten Mentee nochmal ausmacht, ist, das, um den Bogen zum Anfang nochmal zu schlagen, das Thema Zielsetzung. Wenn ich wirklich ein akutes Ziel habe und mir da einen Mentor suche, dann ist ja schon vom Mentor auch die Erwartungshaltung, dass ich das letztendlich umsetze und irgendwo auf die Straße bringe. Und wenn dem aber nicht so passiert, dann kommt halt sofort dieses Gefühl aus, ja, wieso teile ich eigentlich mein Wissen, da passiert ja eh nichts, so ungefähr. Ja. Deshalb ist, glaube ich, schon auch nochmal wichtig, einen Mentor sich dann zu suchen für die Themen, die aktuell auch relevant sind und nicht für irgendwie das, was nice to have oder relevant wäre sozusagen. Oder das zumindest dann auch von vornherein entsprechend klar zu kommunizieren und einfach eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber dem Mentor darzulegen, dass er sich eben auch nochmal entscheiden kann, möchte ich diese Zeit investieren zu diesem Zeitpunkt oder verschiebe ich das lieber auf später oder gar nicht? Ja,
gute Zusammenfassung und guter Rückschluss auf den Anfang meines Erachtens. Für euch da draußen, wenn ihr da noch etwas mehr nachlesen wollt, wir haben da auch schon einen Blogpost mal dazu verfasst zu dem Thema Mentoring, was wir da an Erkenntnissen haben und hatten. Den verlinken wir euch gerne mal, da gerne reinschauen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn für euch wertvoller Input dabei war. Und würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns entweder ein Like da lasst oder unsere Kanäle abonniert. Das könnt ihr auf Spotify und auf YouTube machen. Dann bleibt ihr entsprechend immer am Ball, bekommt die nächsten Folgen auch direkt mitgeteilt. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen können und dürfen. Und bis dahin, eine gute Zeit euch. Ciao, ciao.